echt viele Notenblätter anscheinend finden. 5, 6 Stück oder so. Ja. Oh, das ist noch sogar. Das ist Notiz, okay. Viele haben wir denn jetzt? 1, 2, 3, 4. Wir haben 4. 4 von 8. Wir brauchen noch 4. Boom. Okay, beim Händler können wir, glaube ich, nur eine kaufen. Richtig. Ja. Stromkabel, das können wir auf jeden Fall jetzt kaufen. Stromkabel auf dem Markt ist dieses Reinigungsding. Bitte schön, ja, haben wir. Und jetzt das Notenblatt, was brauchen wir dafür? Musikblatt. Kostet eine Dose Energy. Heißt und zählt wohl, irgendwo haben wir wohl eine Energy, habe ich eine Energy-Dose übersehen. Bedeutet, wir gucken mal. Wir schauen mal, wo. Upsala. Kurz was richten. Also irgendwo muss noch ein Automat sein. Und was fehlt uns noch? Und halt die Dinger. Also irgendwo hier oben muss ein Automat sein. Oben oder unten. Weil unten habe ich ja eigentlich alles abgesucht. Ist geile Sicht. Aber ich glaube, so finden wir das am schnellsten, als da oben herumzuspringen. Okay, hier ist auf jeden Fall keine. Oma, bringen wir das dann gleich, wenn wir auch die Dose gefunden haben. Dann kann ich wenigstens sagen, ja, okay, wir hören auf, dann muss ich nur noch 4 Notenblätter finden. Jetzt, man kann das gar nicht von oben unten sehen. Also da sieht's ja. Ah ne, das ist das hier. Ne. Oh, wo ist es denn? Wo kann es denn sein? Okay, also es gibt dann immer so ein, zwei Sachen, die vielleicht die schwer versteckt sind. Also mir sagt eigentlich mein Gefühl, dass da, wo wir reingekommen sind, irgendwas sein muss. Oder da halt in diesen Gassen, weil da haben wir bis jetzt noch nichts gefunden. Ah, das ist das, okay. Also außer die eine Person, die gesagt hat, ja, ich weiß Bescheid, hau ab. Ach, mit dem haben wir auch noch gar nicht geredet. Oh, hey, du bist es. Was für ein komisches kleines Kerlchen. Aber irgendwie strahlst du aus. Was? Irgendwas strahlst du aus. Fühle mich veranlasst, dich zu streichen, aber tue es nicht, weil ich nicht weiß warum. Okay, komischer alter Kraut. Es muss hier sein. Aber es ist, hier ist nichts. Hier sind doch die Gassen. Ja, okay, hier war halt schon einer. Da oben ist das Ding. Nein. Wieder nach oben. Nach oben. Nicht nach unten.
wir da überhaupt in die Gasse rein? Da ist er. Hab ihn. Oh mein Gott, da ist er versteckt. Uff. Schön. Dann haben wir alles. Dann gehen wir das noch eben eintauschen. Und dann mach ich. Oh, hier ist noch was. Ankündigung, ich suche jemanden, der die Südeingang der Sicherheitszone überwachen kann. Die Entlohnung beträgt 2 Pins Juba-Öl pro Tag. Bitte den Wächter kontaktieren. Okay, also müssen wir jetzt erst nach Oma. Ja? Einmal miauen. Das liegt ja auch, okay. Stromkabel für den Poncho. Ja? Nein. Ich muss unbedingt aufhören, das wird zu überspringen. Neuer Gegenstand der Rom. Poncho. War ganz schön farbig, muss ich sagen. So viele. Also wie oft hat sie da einfach die Farbe gewechselt? Einfach so, weil sie Bock drauf hatte. Einfach so die Nähte da. Grün, dann blau, dann weiß, dann gelb, dann wieder grün, wieder weiß, blau. Bitte sehr kleines, das wird dir gut stehen. Danke. So, und was haben wir jetzt? Wir haben ein Notenblatt, zwei Notenblätter, drei, vier. Immer noch vier Notenblätter, also uns fehlen noch vier Notenblätter. Was haben wir denn gerade? Ah, genau, wir können den Shop das Notenblatt kaufen. Stimmt, da finden wir nur noch drei Notenblätter. Im Shop haben wir dann alles gemacht. Ja, Musik, Notenblätter, bla bla bla. Energiedose, bitteschön. Danke dir. Ich habe ja gesagt, so noch so 7 Minuten, 8 Minuten würde ich noch machen. Dann könnte ich vielleicht noch ein Notenblatt finden. Aber wo? Wo könnte noch ein Notenblatt sein? Irgendwas in den Häusern übersehen vielleicht, da wo ich gerade war, mit den ganzen Notizbüchern, und da war eins. Kurz, man hört vielleicht ein paar Quietschen. Mein Handy geht aus und das will ich nicht. Also Handy sagt, es hält eine Stunde, Handy nach 20 Minuten. Irgendwo muss da noch ein Notenblatt sein. Hat.
einfach nicht nutzlos für jeden. Ja Gott, hier werden noch mal eine Erinnerung, aber wir haben ja schon alle. Wieder hier. Rein. Bist neu hier, was kann ich für dich tun? Nee. Auch kein Notenblatt. War die halt die Erinnerung? Ja. Oh mein Gott, okay. Fehlt nur noch zwei. Wo sind denn die letzten zwei? Wo sind, wo können... In beide Läden. Bei der Waschmaschine war auf jeden Fall nichts. Da habe ich nichts gesehen. Mal gucken. Wir haben 1, 2, 5, 6. Nehmen wir hier nochmal rein. Ansonsten, ich weiß nicht, wo was sein könnte. Ah, hier habe ich glaube ich auch schon Notenblatt gefunden, oder? Im Notfall, wenn ich es wirklich nicht finde. Mache ich das offline, weil nur Notenblätter zu suchen, zwei Stück. Oder nimm das offline auf und wie heißt es? Zeig das dann auf YouTube. Zusammenfassung oder ein kleines Ding an der nächsten, an der danachigen Folge. Also der letzte Checkpoint, Kontrollpunkt ist halt 6,5 Minuten entfernt. Den gehen wir glaube ich jetzt nach Momo. Um dann so gesehen speichern zu können. Sollte ja eigentlich ein Speicherpunkt sein. Weil jetzt einfach zu beenden, ich muss sagen, ich habe Angst, dass irgendwas verloren geht. Irgendwie ein, zwei Notenblätter oder so sind auf einmal weg oder... Mir fehlt das Buch auf einmal, das Notizbuch. Man hier irgendwie hoch? Nee, ja. Ich wüsste aber jetzt auch nicht, wo noch ein Notenblatt sein könnte. Auf dem Tisch liegt da eins. Nein. Ist auch keins. Na egal. Um die kümmere ich mich dann danach. Aber keine Sorge, wir werden alle Notenblätter nehmen und dann alle auch nacheinander dann in einer Folge komplett abspielen. Können hier nochmal beim Momo gucken. Der irgendwo eins hat. Oh lol.
Lol. Ja, okay. Dann fehlt jetzt wirklich nur noch ein Notenblatt. Lol, habe ich gar nicht gesehen. Dann reden wir mit Momo. Hey kleine Katze, suchst du immer noch nach den Büchern? Das ist meine Untertitel. Ich war die letzte Zeit, die sich in die Außenwelt angeschlossen hat. Und ich bin auch die letzte, die noch übrig ist. Oh, du hast die Notizen von Clementine gefunden? Sie war wirklich mutig. Weißt du? Die furchtloseste Person, die ich je getroffen habe. Dann das noch. Das ist doch das Notizbuch von Saitama, oder? Meistens habe ich nie ganz verstanden, wovon er sprach, aber er war sehr weise. Und von Doc. Warte, du hast tatsächlich alle Notizbücher meiner Freunde gefunden? Oh, was ist das für eine Notiz? Der Sendeempfänger kann repariert werden? Das ist ja unglaublich. Das bedeutet, dass wir auch außerhalb des Slums kommunizieren können sollten. Clementine, Doc, es tut mir leid, dass ich an unserer Sache gezweifelt habe. Ich verspreche euch, ich werde einen Weg finden, an die Oberfläche zu kommen. Danke, vielleicht finden wir für dich einen Weg nach oben. Jetzt lass uns diesen Schrotthaufen von einem Sendeempfänger reparieren. Voila, es funktioniert. Komm mit mir. Hier ist immer noch kein Speicherpunkt. Da oben siehst du das Gebäude hoch über den anderen? Das geradeaus, ja. Wenn du den Sendeempfänger ganz oben auf dem Turm installierst, sollten wir mit der ganzen Stadt kommunizieren können. Meine Freunde könnten noch da oben sein, draußen sein. Wenn es einen Fluchtweg gibt, werden sie davon wissen. Du bist der Einzige, der klein und schnell genug ist, um den Zurück zu entkommen. Wir brauchen dich, kleiner Außenweltler. Ach, kleiner Außenweltler, bring